So, hallo und herzlich willkommen, Freunde der Nacht. Wir haben in der letzten Folge hier... Ach, guck mal. Und du denkst, dass du idle bist. Ich wusste, dass du dein Typ fragil bist, aber ich habe nicht gesehen, die Severität. Be quick about your rest. We must locate a crash. Ja, ruht euch schön aus. Wir waren in einem Dungeon unterwegs und brauchten jetzt echt mal eine Pause. Diese Krippe, von der ihr redet, ist das wirklich unsere einzige Möglichkeit? You would doubt me. I do not trust a common healer to extract a Gaelic tadpole without killing its host. At a crash, a caretaker may cleanse us safely. Take okay. Your rest. I will stand watch. Should a single tentacle split your skull, I will not hesitate to end you. Sehr freundlich von dir. Sehr, sehr freundlich. Okay. Die hat auch noch irgendwie was zu reden. Na, wer sitzt denn da hinten? Wer hat denn da was zu reden? Ach, sie. Okay. What were you two talking about? Wir haben nur unsere nächsten Schritte besprochen. I'd be careful with Lazelle. Traust du dir nicht, oder was? She's not of this world. I'd be surprised if our interests remained aligned. Let's hope we rapidly find a healer. Ja, je schneller wir jemanden finden, der uns helfen kann, umso besser ist das. We might even get lucky and find one right away. As I see it, we're overdue some good fortune. Rest well. Jo, werde ich tun. Dann rasten wir mal. Zu Bett gehen, ja. Boah, hoffentlich kommt jetzt kein Überraschungsangriff oder irgend so ein Scheiß, ey. Dann flipp ich aus. Ah, doch, wir sind doch wieder in der Krypta. Das ist sehr gut. Okay, dann können wir uns ja hier in Ruhe jetzt umgucken. In diesem Raum. Ich hatte jetzt schon befürchtet, dass der wieder reinlaufen muss. Das wäre ja sehr doof gewesen. Aber jetzt haben wir alle Zauber wieder. Kann ich wieder heilen? Ja, sie kann heilen, aber nur einmal. Das hätte ich vielleicht mal umändern sollen. Dass die öfter heilen kann. Das mache ich jetzt mal eben. Warte mal, Zauberbuch. Zaubertrick. So, was haben wir denn hier alles? Also, was ist das denn? So viele Dinger hat die hier frei? Oder was ist denn hier los? Erster Grad. Ach, kann ich die nicht normalerweise so oft machen, wie ich möchte? Wenn ich die gelernt habe, ist das nicht beim Kleriker so? Kann er den denn nur einmal? Hier, den kann ich fünfmal. Wo ist denn der? Da hinten. Den habe ich doch gar nicht drin, Personen bezaubern. Hä? Das verstehe ich nicht. Warum habe ich den denn hier drin? Das kapiere ich nicht. Zauberplatz, auffüllbare Ressource. Zauberplätze sind erforderlich, um Zauber zu wirken. Anzahl und Grad der Zauberplätze werden durch die Klasse bestimmt. Aufladen, lange Rast. Aber das sind doch drei Zauberplätze des ersten Grades. Ach so, das sind hier die. Aber den habe ich doch gar nicht gewählt. Warum ist denn der hier unten drin? Personen bezaubern, zehnmal. Das verstehe ich nicht. Sehr komisch. Sehr komisch. Den hat er auf jeden Fall drin. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, warum. Wenn ich den jetzt hier reinmache einfach, oder den, ist egal. Also normalerweise, meine ich, ist das bei Dungeons & Dragons so, dass du so oft die Zauber machen kannst, wie du Zauberslots halt hast. Da bin ich jetzt gerade so ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt, aber okay, ist dann jetzt halt so. Gut, wir durchsuchen mal weiter die Bücherei, muss ja irgendwas sein. Hier, da ist nur ein Stuhl. Aber ich hätte gerne meine. Die Unbeanspruchte. In life, her service had been impeccable. Daily did she devote herself to the Lady of Loss. Daily did she free herself from the tyranny of memory. All in time was lost to her. Her relations, her preferences, even her own name. Upon the altar of her devotion placed, she the ultimate offering, her emptied mind.
And when she died, when she awoke in death and found herself standing in the pale and faded city of judgment, she waited for the Lady of Lost to retrieve her. A million souls and more passed her in colorless gusts, but no hand materialized in her hand, no voice whispered instruction in her ear, no guidance proffered itself from the bleached and barren sky. Time immaterial. Time passed around her like air, coming and going, and still the goddess did not come for her devotee. Kelimvor pitied her as much as the Lord of the Dead is able, but could not intervene this cleric of the lady. Alter, umblättern. Of loss unclaimed, despite her worthiness, might yet. Okay, schöne Geschichte. Jetzt lesen wir mal die ganze Bücherreihe. Auch nix. Kann ich erreichen. Okay, was ist das für ein Buch hier? Kapellenaufzeichnung, offensichtlich nur auf Deutsch. Feiner Staub bedeckt die Seiten dieses verwitterten Buchs. Unter dem knochenweißen Puder sind hunderte Todesanzeigen in kleiner Schrift verfasst. Grobian Tippel, Ilmata ertrunken. Yvaine Arkenson, Ogma, innere Fäulnis. Devrin Stout, Selune, Fieber. Okay. Kerzen. Brennend. Gale. That's curious. Wahrnehmung erfolgreich? Was ist jetzt passiert? Ja, man weiß jetzt nicht, wozu das wohl gut war. Keine Ahnung. Achso, das waren ja nur die Todesanzeigen hier, ne? Genau. Boah, hat sich denn irgendwas getan jetzt hier? Anscheinend nicht so wirklich. Na, aber irgendwas muss ich doch getan haben. Oh. Ist die Tür zugegangen oder habe ich die zugemacht? Komisch. Irgendwo ist eine Tür aufgegangen, würde ich sagen. Wir gehen mal gucken, ob wir irgendwas finden. Die sind aber echt groß, kann man ja nicht anders sagen. Nee, nichts zu sehen hier. Legt die sich da rein, ey. Geil. Auch nix. Spiegel, okay. Eine rustikale Truhe. Jede Menge Schalen. Okay, hier scheint auch erstmal Ende zu sein. Dann gehen wir erstmal hier hin. Ist die belastet oder was ist los mit der? Warum läuft die so langsam? Und dann nochmal gucken. Ich denke mal, die ist belastet. Warte mal. Ja, oder? Ja, 122. Müssen wir ein bisschen was abgeben hier. Metall ist immer schwer, oder?
Schild schleppt sie auch noch mit sich rum. Die ist auch so voll schon hier. Der Elfe, der, weißt du, der Magier, der schleppt noch gar nichts, ey. Der denkt sich, lass die Frauen mal schleppen hier. Hier zwei Kannen, die kriegt erstmal der Magier aufgedrückt. So. Braucht man so ein Holzfass eigentlich wirklich? Nee, eigentlich nicht, ne? Würde ich sagen. Ich würde sagen, so ein Holzfass braucht man erstmal nicht. Ich habe immer noch viel zu viel Kram dabei. Fischeimer, werde ich den nochmal brauchen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht. Was ist denn hier nur so schwer? Ich hab doch gar nichts Schweres mehr. Keine Ahnung, was hier jetzt noch schwer sein könnte. Was hat denn für Dinger hier? Mystische Tafel. Ein Pfund. Boah. Gucken wir, ob die jetzt wieder... Ja, sie läuft wieder normal. Okay, alles gut. Okay, da macht sie nur Licht an und aus. Da ist auch nichts mehr. Oh, da ist wieder irgendwie was... Da ist doch wieder irgendwas, ey. Da gibt doch wieder Stress hier. Mach mal auf die Tür. Warum geht eigentlich nicht die Klerikerin? Kann doch viel besser da reingehen. Kampf beginnen. Okay, wo sind sie? Wo sind die denn? Einer, da hinten. Okay. Da braucht nicht die Klerikerin rein. Shut him. Lauf mal bis dahin. Warum hat der eigentlich kein Pfeil und Bogen? Ich denke immer, ich explodiere, ey, wenn der da mit seinem Kram rauskommt. Wie Zielpunkt nicht erreichbar. Soll mich verkackeiern? Zusch! So, jetzt du noch, aber du kannst wieder nichts, ne? Ich kann wieder nichts hier. Magisches Geschoss, ne, er ist zu wertvoll jetzt für den. Ja, da ist er schon weg. Da kriegt er nochmal zwei Feuerschaden und da ist er weg. Der Lumpi-Pumpi. Oh, der hat auch so viel Kram dabei, ey. Fackel? Schwertlederrüstung, alles schön und gut, ne? Oh, kann ich das denn noch tragen? Also wenn sie es noch tragen, kann jemand noch mit. Ja, sieht so aus, okay. Dann durchsuchen wir den Raum ja auch nochmal. Boah, ist da noch eine Tür? Ich werd bekloppt, ey. Ist doch nicht wahr. Ist das eine Tür? Ist kein... Dust and silence. Ancient, indecipherable. Who are those prayers for? Normally the patron god is obvious. Not here. A dead tongue. Whoever worshipped here must be long gone. Okay. Nur ein Federkiel. Also wenn wir mal einen Roman zusammenschreiben möchten. Ach, Schneidbrett, lass doch das doofe Schneidbrett da liegen, ey. Milchkanne. Auch so eine Milchkanne kann man immer mega gut gebrauchen. Wenn man mal bei einem Bauer vorbeikommt. Weißt du, dann hast du keine Milchkanne. Das ist total ärgerlich. Guck mal, Tintenfass. Alles klar, läuft mit unserem Buch. Müssen wir auch mitnehmen. So. Das läuft doch mit unserem Buch. Plündererkiste. Ah, oh, da sind nochmal schöne Sachen drin. Schneidbrett, Kerzen, Milchkanne. Reise durch den Dschungel. The sun had just fallen below the horizon, aber das lese ich euch jetzt nicht alles vor auf Englisch hier. Ich lese euch gerne deutsche Texte vor, englische Texte habe ich definitiv keinen Bock vorzulesen. Macht die das jetzt an? Nee. Regale. Ist da was, kann da was drin sein in den Regalen? Achso, okay. Da müssen wir die auch mal anklicken. Boah, ich kriege schon einen Nackenstarre hier langsam. Nochmal Kerzen. Kerzen kann man immer gut gebrauchen, die nehmen wir auch mit. Käse.
Käse ist auch lecker. Platte, getrocknete Würstchen, Weinkaraffe. Nein, eine Flasche, sonst scheint hier nichts zu sein. Da, die Kisten haben wir noch nicht. Holzkoffer. Ich sehe jetzt fast übersehen. Die sind da so versteckt. Immerhin, Gold werden wir wahrscheinlich später noch brauchen ohne Ende, denn erfahrungsgemäß sind ja so magische Gegenstände öfter sehr teuer und deswegen sammeln wir da mal alles auf jeden Fall ein. Was? Jetzt gemacht. Twice as tall as me, but I have half that bloody backbone. Whoever was flying that thing can't have survived. Whatever's left is up for grabs. Look out! Someone's coming from the crypt. What the? Who are you? That crypt's ours. Think you can clear it out from under our? Hab ich schon längst. Du Halbling, Zwerg, Elf, was du auch immer sein magst. Ihr habt mich aus dem Schlaf geweckt. Jetzt will ich euer Blut. Jetzt gehört sie mir, verschwindet, bevor es unschön wird. Ihr habt mich aus dem Schlaf geweckt, jetzt wie euer Blut. Komm, täuschen, Charisma-Wurf 15. Ah, 15 ist jetzt nicht so einfach. Ah, schade. Schade, wäre doch mal lustig gewesen. Warum kann ich denn erneut würfeln? Wie oft kann ich denn erneut würfeln? Kostet mich das was? Okay. Ich hätte vielleicht nochmal abspeichern sollen. Jetzt wollte ich schon die Pause-Taste drücken. Wo sind die denn? Da hinten? Wie viele? Mit zwei Mannequins greifen die mich jetzt an. Ist das deren Ernst oder was? Das meinen die doch jetzt nicht wirklich ernst. So, treffen wir jetzt? 36% immerhin. Okay. The Magician. Was sind das hier überhaupt? Magierhand? Okay. Okay, wir gehen näher ran. Dann scheinen wir echt besser zu treffen. Wer ist er denn überhaupt? Stufe 2. Taman 18. 20. Nein, Fehlschlag ist ja wohl nicht wahr. Der Schurke. Nee, das lassen wir. War ein ganz normalen Schuss. Hier so ein, keine Bewegung, das ist auch mal geil. Okay. Ah, zu weit entfernt, schade. Normaler Angriff. Stehen die irgendwie auf einer Platte oder was ist da? Ich glaube, die stehen irgendwie auf einer Platte oder so. Kann das sein? Ach, da sind auch noch welche. Ach du Kacke, nee, auch noch Magier. Eieiei, ei Karamba, ey. Das war jetzt ein bisschen doof geplant, aber okay. Ja, das habe ich mir nämlich jetzt gedacht. Shit. Okay. Du musst da raus, Lady. Ja, die kann jetzt leider. Oder, aber die hatte doch irgendwie, die hatte doch hier das Geschoss. Das können wir doch. Am besten auf die Magierin. Boah, mega. Sehr gut. Sehr guter Schuss. Sehr, sehr guter Schuss. Komm her. Genau, du verlier mal ein paar Punkte. Boah, ey. Okay, der war gut. Der war gut. Wir gehen ein bisschen weiter zurück. Magier schläft. Kann ich hier einen Rettungswurf jetzt machen oder macht ihr den gleich automatisch?
Jetzt können wir mal hier den versuchen. Hinterhältigen Angriff. Obwohl, er macht viel zu viel Schaden, glaube ich. Nee, komm, den lassen wir weg. Wir ballern erstmal den hier weg. Der war gut, sehr gut. Auch den ziehen wir etwas zurück. Fehlschlag, das ist jetzt nicht euer Ernst. Eieieiei. Boah. Das ist doch nicht wahr. Was hat der denn für eine Rüstklasse, ey? Ja, so muss das. Ach, guck mal, er ist wieder wach hier. Sehr gut. Ist er da oben? 56%. Oder? Warum hat der denn... Warum treffe ich den denn mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit? Wegen der Rüstklasse oder was? Oh nein, das ist doch nicht wahr. Ja, die ist jetzt natürlich da unten der Tank, ne? Ein W6 plus 2 plus 2. Sehr gut. Alter Vater, ey. Hier so nah ran wie möglich. Sehr gut. Und der nächste Bogenschütze an Start hier. Hau drauf. Ah, das gibt's doch nicht. Wie zäh sind die denn? Die sind ja zäh wie Frittenfett, ey. Kann der Magier auch noch? Anscheinend. Hau dem mal hier den Donner hier um die Ohren. Jawohl. Ah, mega. Haha. So. So wird's gemacht. Weil man, wenn ich in den Schlafsack gehe, nicht, dass ich dann da rein und schläft. Okay. Ich will plündern hier. Oh, Schuppenpanzer. Die ist, glaube ich, gut, ey. Ich glaube, die ist gut. Der hat gar nichts bei der anderen. Okay, wir gehen hoch zum Looten. Hier wäre, das hätte ich, ach, guck mal hier. Das hätte ich kaputt schießen können. Dann wäre das da runtergesemmelt und hätte den da runtergeballert. Okay, muss man auch erstmal wissen. Nehmen wir alles mit hier. Jetzt packen wir uns den noch. Ei, Karamba, ey. Spannende Geschichte. Ich muss sagen, ey, die Kämpfe sind echt ein bisschen knackig. Aber das ist gerade bei Dungeons & Dragons wirklich so, in der ersten Zeit, bei auf den ersten Leveln, sind die Kämpfe halt auch echt knackig. So, wir gucken uns gleich nochmal die Karte an. Was ist denn jetzt los? Hä? Ist der in eine Falle oder was? Ach, hier waren wir doch gerade. Hier sind wir doch gerade vorbeigelaufen auf der anderen Seite. Aufgeschossenes Seil. Okay, da möchte ich mal einen Fernkampfangriff drauf machen. Okay, dann wären die wahrscheinlich nur runtergefallen, denke ich mal. So, ja, dann sind wir hier. Aber wir haben jetzt immer noch nichts gefunden, ne? Noch kein,
Lager oder sowas. Ich dachte ja, hier wäre ein Lager. Aber wir haben schon einen großen Teil der Karte hier aufgedeckt, muss man ganz ehrlich sagen. Aber die ist riesig, ne? Mit dem Dungeon und alles ist schon richtig, richtig heftig. So, Freunde der Nacht, wenn es euch gefallen hat, wir gucken uns die Tafel nochmal eben an. Time and the elements have left the planet unreadable. Das ist natürlich relativ schlecht, was ihr da jetzt gerade für einen Quatsch macht, ne? Könnt ihr mal aufhören da mit dem Quatsch? Mit dem Unsinn, bitte? So, wir müssen uns auch mal eben heilen hier, ey. Oder mal rasten nochmal. So, das machen wir nochmal eben. Tag beenden. Ja, wir beenden den nochmal eben. Hat er sich einen Spiegel gezaubert? Geil. Bin gleich soweit. Was machst du da? Alter Gantling, ich bin ein hübscher Teufel. Du siehst aber auch gut aus, ey. Mein lieber Kokoschinski. What does it make you think of? Ja, weiß ich auch nicht. Zunächst einmal die Larve. Spot on. Day one, fever and memory loss. Day two, hallucinations and graying skin. Day three, hair loss and blood leaking from all orifices. Need to go on. Okay, heißt das jetzt, wir sollen nicht so oft rasten, oder was soll das heißen? Excruciating pain as the skeleton and organs reform and reposition. Day five. The host personality has disappeared. Fingers and toes and limbs elongate. I take it you get the picture? Yeah. Day six, the flesh around the mouth splits to make way for tentacles. Day seven, a mind flayer is born. This is the annotated version, of course. Hört sich gut an. Okay. Wir müssten aber längst Fieber haben und graue Haut. Spot on again. Our orifices remain blissfully unblooded, our heads remain clear, and our blood temperature normal. Any expert will agree, this is abnormal. Okay. Kannst du denn erklären, warum die Symptome nicht auftreten? That, alas, is where my knowledge fails me. A rogue might call it luck, a priest might call it fate. As for myself, I'm a pragmatic. I see the silence before the storm. Something to sleep on. We should get some rest. Ja, wobei ich muss echt sagen, ja, das finde ich ganz nett gemacht hier mit den Dialogen. Bei Pathfinder waren ja immer so, die Dialoge, die habe ich immer weggeklickt, aber hier sind die, wenn die so bleiben, ist echt schön gemacht. Ach, guck mal, die meditieren sogar, die Elfen, ey, wie geil. Wie cool. So, wir sind wieder voll. Wir speichern ab, Freunde der Nacht. Und damit sind wir am Ende des heutigen Let's Plays. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Channel. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Baldur's Gate 3 wieder, Freunde der Nacht. Ja, bis dahin, alles Gute. Ich bin der Theodor. Ciao, ciao.